Ich würde sagen, hallo und herzlich willkommen. Weitere Folge LS 19 mit mir, dem Marc. Hallo. Wir machen weiter. LS 19 steht am Zettel. Und ich weiß noch nicht, was wir machen. Ich habe jetzt gerade den Helfer mal ernten geschickt. Und kann sein, dass wir dann gleich. 112 gibt es aktuell. Wir dann vielleicht gleich schon anfangen. Dass wir dann gleich schon mal anfangen, Mais zu legen. Weil das wird jetzt eine relativ große Aktion dann gleich. Oder was heißt gleich? Eine relativ große Aktion könnte das ja werden. Oder wird das ja. Das Maishäckseln. Das werden wir auch, ich denke mal, zum größten Teil offline erledigen müssen. Weil es halt zeitlich unheimlich viel Zeit fressen wird. Die Ballen haben wir alle weggebracht. Genau. Da gibt es halt auch nochmal Geld, denke ich mal, um 0 Uhr. Wie werden wir das machen? Ich werde, denke ich mal, gleich die Sämaschine kaufen. Fürs Mais legen. Ich warte jetzt erstmal, bis Mohn fertig ist. Sojabohnen, Mohn, Mohn. Er erntet Mohn. Ich werde jetzt warten, bis Mohn fertig ist. Wenn Mohn abgeerntet ist, geht der Drescher auf das Nachbarfeld, auf Feld 14 und wird dort die Sojaböhnchen ernten. In der Zeit werde ich dann schon mal anfangen, Mais zu pflanzen. Auf dem großen Feld, also auf Feld 14, kommt nachher Weizen drauf. Oder Gerste, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube Weizen. Da kommt dann Stroh runter, das was wir brauchen. Und Grasfelder werde ich dann nach dem Spulen auch nochmal mähen und zusammenschmeißen. Das wird nämlich dann auch gehäckselt. Also wir werden da richtig, richtig ranhämmern. Also wird richtig Silage bei rumkommen, weil es bringt uns im Endeffekt Geld. Da werden wir uns dann wahrscheinlich mal einmal einen Häcksler mieten und dann werden wir da einfach mal lang fahren. Das kann auch gut sein, dass ich das zum größten Teil offscreen mache, weil ich habe mega Bock auf LS aktuell. Ich wollte noch nicht den Zeitfaktor. Ich muss mal gucken, ob ich heute Abend schaffe. Ah, ich wollte noch eine Dings schreiben. Ich muss mal ganz kurz eine Nachricht schreiben. Ach man. Sollte man schreiben können? Habe ich jetzt gerade meinen. Ja, habe ich echt. Geht doch. Weil hier haben wir ja genug BGAs, dann werden wir nämlich mal einmal alles machen, haben wir einmal genug Mais. Das werden wir dann immer mal wieder in die BGA schieben. Dazu bringt halt auch der Anhänger noch ein paar tausend Euro ein, der Smoon. Bringt auch noch ein bisschen Geld ein. Wo steht jetzt mein Johnny? Das heißt, eigentlich im Endeffekt gibt es noch Geld. Ich denke mal, die Sämaschine werden wir gleich kaufen können. Hier muss ja auch gleich erstmal noch der Grubber drüber her. Ich habe die Sichtweite nochmal ein bisschen hochgestellt. Hat ein bisschen was gebracht, ich habe ein bisschen an der Textur umgestellt, das hat sich irgendwie alles so ein bisschen verändert. Sichtweite habe ich ein bisschen, oder habe ich neu eingestellt. Ach, jetzt blinke ich auf dem Acker, ist auch sensationell. So, ich fahre jetzt einfach mal durch. Also ich habe Sichtweite eingestellt, das merkt man sofort, das hat sich mit dem Patch wahrscheinlich verändert. Jo, das macht man nicht, aber ich mache es einfach mal. Jo. Timer vergessen, läuft heute aber auch. Genau, Mohn runter, Mais drauf, also grubbern, kalken. Kalk muss gleich auf jeden Fall auch noch drauf. Also Kalk ist dann die nächste Sache, die wir machen. Wenn das Feld runter ist, kommt hier Kalk drauf. Haben wir schon gekauft, glaube ich.
Das heißt, es gibt genug zu tun. Das heißt, ich denke mal, ernten beides und Kalk drauf machen werde ich vielleicht heute sogar noch offscreen machen. Ich habe nämlich Lust auf LS, muss ich ganz echt dazu gestehen. Heute ist Samstag, der 6. April. 6. April, genau. Gestern war Freitag, 5. April. Ich war bis um 21:30 Uhr an der Firma gestern Abend, also war schon lange. War gestern schon lange, muss ich sagen. Deswegen heute, ich muss gleich noch, was haben wir jetzt? Wir haben es 14:05 Uhr. Ja, wir haben es 13:07 Uhr, eine gute Stunde später im Spiel. Also im Spiel hängen wir eine Stunde zurück. Ne. I. Verarschen. Ah, jetzt I. So, jetzt gibt es davor ein bisschen Geld, ist nicht viel, aber etwas. Dafür, dass halt einfach rauskommt. Oh, 1.6er Version ist draußen, sehe ich gerade. Ich habe nämlich damit schon gerade gedacht, oder gedacht nicht, aber befürchtet. Also befürchtet auch nicht. 1.6. Ja, da muss ich mal ganz kurz eben meine Tablet ready machen. Also ich kann mein Tablet jetzt nämlich jetzt gleich schon mal anfangen. 3.000 € ist nicht viel, aber etwas. Jetzt auch schon gleich wieder 10.000 € dafür, für drei Anhänger. Also ist schon ganz gut. So, ich muss mal ganz kurz eben bei mir ein bisschen aufräumen. Da ist schon mal nichts mehr drin. Auf SD-Karte liegt da noch. Da liegt noch die alte Version. Die kann in Müll. So, die ist weg. So, dann bräuchte ich mich jetzt die neue Version. Und mein Chrome funktioniert mit dem Tablet nicht. Das ist auch ganz gut. Bin ja so der Chrome-Nutzer. Nordfriesische. Ach, so, wieder voll. Dann gucken wir gleich noch mal ganz. Also ich ziehe die jetzt runter, werde die dann. Das wird noch ein paar Stunden dauern. Also das dauert ja immer so ein paar Stündchen, weil ich kein. Obwohl ich müsste mal gucken, was so ab. Obwohl uploadet. File Upload kostet richtig was zeitlich gesehen. Jetzt wird mir der Download nicht angezeigt. Gucke ich mal ganz kurz drauf, was Premium kostet. Was denn wohl der Premium kostet? Weiß gar nicht, wisst ihr dazu, was so der Premium bei Uploaded kostet? Weiß es nämlich selber gar nicht. Download, Nordfriesischer Marsch. Also uploaded, ja, ist klar. Registrierung, Premium. Kostet 4,99. 48 Stunden, also 2 Tage. Inklusive 500 Punkte. Alter, ist ja voll Bucher. 48 Stunden kostet 4,99 €. Ein Monat kostet 9,99 €. Das wäre für mich gleich mal eine Überlegung, ob ich mir nicht mal einen Monat Uploaded hole, weil ich jetzt ja relativ häufig über Uploaded Klamotten ziehe. Wo ist mein Timer? Da ist mein Timer. Nein, ich wollte noch auf Feed Actions Homepage gucken. Das ist auch immer Blick wert. Feed Actions Homepage immer mal einen Blick wert. Also da kann man ruhig mal drauf gehen. Wie schreibt man den nochmal? Feed Action da, FA. Feed Action.
findet er wieder nicht. Das ist aber auch. Muss ich jetzt echt über nordfriesische Marsch ihn suchen? Nordfriesische Marsch? Feed Action Let's Play. LS Portal. Ne. Feed Action da. Aktuelle Projekte. Beendete Projekte ist klar. Aktuelle Projekte. Feed Action Nordfriesische Marsch. Schnell Upload. Upload Premium 1.6 Standard ohne Gräben. Dann schaue ich da gleich mal nach. Also zumindest 1.6 kommt. Das heißt, bei uns wird es dann auch nächste Aufnahme, glaube ich, noch nicht. Obwohl, ich könnte ja gleich mal eben gucken. Also ist jetzt nicht, dass das zeitlich kostet und ich heute auch eh noch LS zocken wollte. Ich könnte mal Marcel fragen, ob er da Lust hat, LS zu zocken. Das könnte ich gleich nochmal mal machen. Ein bisschen Mais säen und so. Weiß ja nicht, weil ich muss ja auch noch ein bisschen was machen heute. So, dann haben wir das nämlich jetzt schon fertig. Dann sollten da, ist jetzt noch 3000 dran, das lohnt jetzt aber auch nicht mehr. Bringt eigentlich Gülle. Oh, Gülle bringt an der BGA ja richtig Asche. 600. Aber wenn ich mal nach der Aufnahme eben ganz kurz gucke, ein bisschen schreibe. Und wir schauen jetzt mal beim Mond vorbei. So, 3, 3, 6, 8. Ich finde, das geht voll. Also für das, was da rauskommt. Plus, wir kriegen ja die BGA-Einnahmen noch am Tagesende. Da kommt ja auch mal noch richtig gut Geld zusammen. Ich hätte ja mal ganz kurz auf Feature Action Homepage noch mal gucken können, was denn so die Erneuerungen dabei sind. So, 1. Er steht nur 1.5, steht da bisher nur bei. Müssen wir noch mal warten, vielleicht kommt das noch. Vielleicht zeige ich euch das in der nächsten Aufnahme mal. Weil dann werden wir nämlich Gras schwaden müssen. Wir werden Mais werden wir vorbereiten, Gras werden wir vorbereiten, dass wir das schwarten und auch mit weghäckseln können. Eine Runde zumindest. Da wird richtig was bei rumkommen. Kann auch sein, dass ich jetzt gleich noch ein bisschen weiterspiele und dann abend aufnehme erst mit der neuen Version. Das kann auch gut möglich sein. So, sind wir wieder da. Der Mond braucht noch ein bisschen. Derzeit schaffe ich wahrscheinlich noch den Anhänger abzustellen. Hier läuft der Blinker noch, das ist auch gut. Kotze. Stellen wir mal ein bisschen in grün. Der ist hier. Hoffentlich hält er jetzt gleich an, wenn ich daneben fahre. Guck mal, dann haben wir Mondle auch schon Anhänger voll. Schauen wir mal, ob er anhält oder weiterfährt. Das sehen wir jetzt gleich. Er fährt weiter, ist doch nett. Schaffe ich ja bis zum Ende relativ leer zu kriegen. Vielleicht bleibt er auch stehen, aber ich glaube nicht. Bleibt am Ende stehen eben? Ja, bleibt am Ende stehen, das ist doch nett. Das ist doch mal nett. Was, wo bringt denn Mond gut Geld gerade? Bäckerei, ne, oder? 1.4 Hafen. Wo ist denn der Hofen? Hafen müsste hier oben sein, oder? Setzen. Wie sagen, dann fahren wir jetzt mal zum. Oh ja, wir müssen auf jeden Fall zum Hafen fahren. Hier ist nämlich voll. Dann fahren wir jetzt noch zum Hafen. Jetzt müssen wir gucken, mal wie weit wir kommen.
Wenn wir auf jeden Fall noch Kalk schmeißen, muss ich mal gucken. Ab zum Hafen ist aber, glaube ich, ein weiter, relativ weiter Weg sogar. Kommt. Ah, da, ich glaube, irgendwas steht da am Händler. Könnte unser Kalk-Anhänger sein. So. Spiegel sind sehr gut eingestellt. Sieht man immer. Mussten wir nicht schon mal in Richtung Hafen da oben hoch? Ja, aber da steht unser Kalkwagen. Da kriegen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Ertrag bei runter und so. Das könnte, glaube ich, ganz, also das wird auf jeden Fall von Vorteil sein. Hoffe ich's doch mal. Wie fahren wir denn am besten? Da müssen wir durch die Stadt. Ja. Müssen ja eh, dann können wir auch weiterfahren. In der Kurve da unten abbiegen. Das geht ja auch. Nicht umschmeißen, nicht umschmeißen. Boah, freue mich richtig drauf, Mais zu legen. Aber erstmal werde ich noch mit genug mit zu tun haben mit Map und so weiter heute. Hui. Bin ich mal ganz gespannt, was er geändert hat auf der 1.6er. Vielleicht gibt es ja endlich, vielleicht, weil Produktionszweige Skript gibt es ja jetzt schon, habe ich gehört und gelesen. Dass er vielleicht da schon die ersten zwei Sachen wieder gemacht hat, so ein bisschen aus Wasser und Weizen oder Hopfen Bier zu brauen. Das wäre auch ganz geil. Und ein zweites oder noch ein Feld wollten wir haben, damit wir ein bisschen vorankommen. Na, irgendwoher müssen wir ja unser Tierwohl etwas ernähren. So in etwa. Aber ich sehe, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es passt von der Zeit ganz her, weil ich nicht ganz gestartet habe, den Timer. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder, weitere Folge. Bis dann. Tschüss.